Ein weiterer wundervoller Tag in der Kanto-Region hat begonnen. Hier in Pokémon Nanjil, Pokémon Indigo auf Deutsch. Das Fangame von Eric Losty, einem spanischen Pokémon-Fangame-Entwickler, der auch schon viele andere Spiele gemacht hat. Aber das hier, sagt er selbst, ist momentan sein Meisterwerk. Er arbeitet aber schon an seinem ultimativen Projekt, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber heute erstmal Pokémon Nanjil. Im letzten Part haben wir Rocco besiegt, ohne Verluste. Also unser einziger Verlust ist bisher Voltilam. Wolle ist gestorben im Kampf gegen Blatt. War sehr traurig, aber so ist es nun. Wir machen jetzt weiter und wir können jetzt mal Moria City verlassen und zum Mondberg aufbrechen. Über Route 3. Oh, das ist neu. Und da wird es auch für mich alles blind, denn ich habe ja bisher nur bis zur Arena gespielt. Hast du diese kleinen Steine gesehen? Du kannst sie mit Zertrümmerer zertrümmern. Wenn du diese TM noch nicht hast, würde ich dir sagen, dass du in Mamoria City was findest. Aber wir haben es ja schon. Hat nicht sogar ein Pokémon von uns was gelernt? Ja, ne? Nala haben wir es beigebracht, genau. Sehr gut, dann kommen wir nämlich hier an einen Supertrank, nehme ich an. Potion ist Trank und Super Potion sollte Supertrank sein. Diese Ausgrabungsstätten, diese Ausgrabung muss man mit sehr viel Vorsicht machen, wenn man nicht das Habitat der Pokémon zerstören möchte. Die Harmonie zwischen Menschen und Pokémon ist der Schlüssel, um eine bessere Welt zu bauen oder zu erreichen. Okay, nice. Ist hier ein Item? Ja, hier ist ein Äther. Ah, ich liebe diese versteckten Items, die ja hier nicht angezeigt werden, wie in den alten Spielen. In Pokémon Karmesin und Purpur wurden sie ja angezeigt. Und das ist natürlich in Ordnung durch dieses Glitzern, aber ich finde eigentlich besser, wenn die wirklich ganz versteckt sind. So, schaust du mich an? Nun, dann haben wir keine andere Wahl, wir müssen kämpfen. Okay, eine Göre. Lucrezia hat ein... Oh! Ein Galar-Zickzack, sehr cool. Hatte ich ja damals auch in meinem Galar-Team. In Pokémon Schild müsste das gewesen sein. Hat aber eine vierfache Kampfschwäche und damit ist es erledigt. 15 für Nala. Ich möchte Calcination lernen, das ist... Ah ja, okay. Das ist diese Attacke, die Beeren verbrennt. Und es kommt noch Visor. Das sollten wir aber klein kriegen können. Ein Ruckzuck-Keep. Ja, macht nichts. Und ein Volltreffer von uns. Perfekt. Damit ist Lucrezia besiegt und wir können weitermachen. Hinweis für Trainer. Du kannst das Spiel durch Drücken der Alt-Taste beschleunigen. Ja, das weiß ich. Also jetzt habe ich gedrückt, jetzt bin ich schneller. Wenn ich jetzt laufe, bin ich noch schneller. Finde ich jetzt nicht so notwendig. Wir machen es wieder langsamer. Es wird dir nicht gut gehen. Oh nein, du wirst nicht sehr weit kommen, wenn du nicht deine Pokémon entwickelst. Deshalb gefallen mir Käfer-Pokémon. Die entwickeln sich ganz schnell. Okay, es wird also Kokuna wahrscheinlich. Oh, ein Wampel. Ah, Wampel mag ich. Wampel ist ein cooles Pokémon. Wir machen beide nicht so viel Schaden. Dann würde ich sagen, gehen wir dieses Wampel doch mit Nala an. Ich meine, wenn das eine Käfersammlerin ist, dann ist Nala hier, glaube ich, sowieso eine ganz gute Wahl. Und wir machen einmal Calcination. Oh, die Vorstufe von Lextrem. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Mickrig. Mickrig heißt sie. Ja, ich finde das sehr cool, dass wir auch die Karmesin-Pokémon, also die Pokémon aus der 9. Generation schon haben. Und WhatsApp. Okay. Pilaranja. Ah, wir können nicht mehr fliehen. Okay. Ja, ich mag Käfer-Pokémon. Ne? Käfer-Pokémon sind schon einer meiner, ja, beliebteren Typen. Und wir werden auch bald in Pokémon Karmesin und Purpur ein Admurai vom Typ, Terra-Typ-Käfer fangen können. Aber jetzt erstmal hier weiter. Ich mag kurze Hosen. Die sind unglaublich bequem. Gefällt es Ihnen auch, bequeme Kleidung zu tragen? Ja, doch, aber ziemlich random der Dialog. Radfratz. Ein bisschen Angst vor Radfratz. Ich will ja nicht mal Pokémon verlieren. Ich mache besser Zertrümmerer. Mordisco ist nicht sehr effektiv, aber Zertrümmerer ist sehr effektiv. Und unser Praktibike haut auch gut rein. Bin mal sehr gespannt, diese Pokémon zu trainieren. Ich hoffe, es überlebt auch lang genug.
Weil Praktiball hatte ich halt noch nie. Habe ich in Schwarz und Weiß nie gespielt, weil ich es nicht so interessant fand. Persekution, Verfolgung wahrscheinlich. Ja, ist nicht sehr viel für eine Unlichtattacke. Und Barmelin, auch ein sehr cooles Pokémon, ist besiegt. Jetzt wollen wir Steinwurf lernen. Okay. Würde ich sagen, statt Destruktor, statt Pfund, das ist in Ordnung. Destruktor klingt total brutal, ne? So Zerstörer, aber ist einfach nur Pfund, also keine sehr starke Attacke. Heißt auch jetzt anders, ne, auf Deutsch. Heißt nicht mehr Pfund, heißt jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr wie. Oh, hier ist, schon das Grasfeld. Das heißt, wir können hier ein Pokémon fangen. Und zwar ein Pummeluff. Mir gefällt nicht, dass hier beim Feen-Typ, dass die Farbe da drum schwarz ist. Warum ist sie nicht pink? Oh ja. Will ich diese Pummeluff fangen, ist die Frage. Ich meine, ich mag Feen-Pokémon. Wir haben halt auch schon einige, ne? Oh, ich habe nur noch einen Pokéball. Das ist natürlich schlecht. Okay. Hat sich das schon mal geklärt mit dem Pummeluff? Dann wir haben jetzt schon Snubbull und wir haben auch schon Bubungus. Also wir haben schon eigentlich zwei Feen-Pokémon. So, wer möchte Biss lernen? Shigi möchte Biss lernen. Ja, Biss finde ich eine gute Attacke. Stärke 60. Und Shigi entwickelt sich! Oh! Turtle wird zu einem Shillock! Ich bin da abgestürzt, aber nein, alles gut. Wartortle! Cool! Ja, geh mal eben kurz ins Pokémon Center. Ein paar Bälle kaufen. Und vielleicht auch heilen. Pokébälle sind in diesem Spiel echt teuer. Und jetzt fangen wir doch Pummeluff. Hier ist jetzt eine Verteidigung. Mir egal. Ich habe diesmal einen Superball gekauft. Ich habe nicht so viel Geld. Die Pokébälle sind auch sehr teuer. Die kosten nicht 200, sondern 400 Poké-Dollar. Und das ist halt schon einiges. Aber ich habe 10 gekauft und habe noch einen Premierball bekommen und noch einen Superball konnte ich mir dann leisten. Und damit haben wir Pummeluff gefangen. Ich meine, Knuddeluff ist ein gutes Pokémon. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mit ihm haben möchte. Aber schauen wir mal. Erstmal geht's in die Box. Wir dürfen mit der Route auch noch ein zweites Pokémon fangen. Da schauen wir mal. Golpa Aereo. Ist das Aeroas? Scorpioca. Ja. Wirft eine Attacke, eine sehr schnelle Attacke und eine sehr unausweichbare Attacke. Alles klar. Das ist Aeroas. Kann man bestimmt irgendwann gut gebrauchen. Sehe jetzt nicht so den Nutzen dafür, weil wir jetzt in den Mondberg gehen, da werden wir nicht Flugattacken brauchen können. Aber, ja. Nächste Trainerin. Willst du vielleicht deine Fähigkeiten zum Ausdruck bringen? Susanna mit einem Fletchling. Ach, cool. Ein sehr cooles Pokémon. Einer der besten Regionalvögel. Regionalvögel war ja so ein Konzept bis zur 8. Generation. In der 9. Generation gibt es keinen richtigen Regionalvogel. Es gibt zwar den Elektrovogel. Der trifft so am ehesten das Konzept der Regionalvögel. Ist aber eben auch ein Pokémon, dass es später im Spiel kommt, nicht auf der ersten Route. Deswegen ist es eigentlich dieser regionale Anfangsvogel. Na, ich hätte nicht. Oh mein Gott. Ich bin jetzt fast gestorben gegen das Voltilam. So, Nidoran Level 16 entwickelt sich. Ja, entwickelt sich. Dann wird unsere Nidoraina zu einer Nidorina. Und möchte Giftbiss lernen? Giftzahn ist es, ne? Nicht Giftbiss. Aber ja, ist auf jeden Fall stärker als Giftstachel. Giftstachel ist eine furchtbar schwache Attacke. Deswegen weg damit. So, und Snubbull. Ich bin jetzt mal ins Pokémon-Center laufen, deswegen werde ich dich jetzt einfach nach hinten stellen. So, ein zweites Pokémon dürfen wir noch fangen. Rettern.
Nee, also retten sage ich jetzt echt nein. Siegen wir zwar eben. Aber fangen will ich das tatsächlich nicht. Ja, schauen wir, was hier noch so kommt. Jetzt erstmal hier gegen den Teenager. Ich nehme jetzt den Pokémon, die ich gerade erst gefangen habe, hat er gesagt. Calixto mit einem Shinox. Nice. Nicht so nice, wenn es unseren Dingswert senkt. Und auch schon Funkensprung, holt sich dabei eine Vergiftung. Oh, so kann es gehen. Und ein Volltreffer erledigt dann diese Shinox. Nice. Und es kommt Dummiesel. Okay. Warum kommen die alle Verfolgung? Was soll das? Ich muss echt aufpassen. Verfolgung ist eine echt gefährliche Attacke, wenn ich Pokémon auswechseln möchte. Aber gegen nur einen Golpi macht es natürlich wenig Sinn. Na gut. Erstmal ist alles gut soweit. Was ist hier unten? Trainerin. Ich laufe sofort in diese rein. Robert, da hat ein Pummelo. Das finde ich in Ordnung. Weil da ist Gift ist sehr effektiv gegen. Vergiftung ist auch dabei. Und ja, mein Giftbiss ist erstmal blockiert, aber da der Kampf jetzt eben vorbei ist, macht es auch nichts aus. Level 17 für Nidorina. Damit würde ich ganz gerne mal Schlock trainieren. Nee, Schlock nicht. Schlock können wir gleich im Berg trainieren. Ich habe gerade gesehen. Okay, Kopfnuss geht hier nicht. Aber es gibt anscheinend Bäume, auf denen man Kopfnuss anwenden kann. Gut zu wissen. Das ist immer noch Route 3. Ja. Im Norden ist der Mondberg und im Westen ist die Stadt Mamoria City. Oh, und hier ist Kraxler. Das ist schon nice, dass es hier einfach alles gibt. Oh ja, Funky, das will ich haben. Ja. Moment. Vielleicht nicht hier unbedingt Nala riskieren. Das war jetzt nur Heuler, aber es hätte auch eine Bodenattacke sein können. Das war ein Volltreffer, wow. Dieses Funky ist sehr defensiv. Kann ich das hier riskieren? Ja. Und Funky gehört für mich einfach in einen Superball. Weil der Superball einfach aussieht wie Funky. Nice, okay. Zwei sehr coole Pokémon, Pummeluff und Funpi. Beides Pokémon, die ich noch nie so richtig verwendet habe. Gefällt mir sehr gut. Das Longnose-Pokémon. Okay, ja. Ich will aber weiter Nala trainieren, das ist schon richtig so. Sei vorsichtig, wenn du zum Mondberg gehst. Sogar die Veteranentrainer haben Probleme, ihn zu durchqueren. Okay, aber hier sind auch noch ganz viele Steine. Sind hier vielleicht Pokémon drin? Ich meine, wenn ja, habe ich nichts davon, weil ich hier schon zwei Pokémon gefangen habe. Hier scheint gar nichts zu sein. Ich habe einige schwarzgekleidete Bösewichte gesehen, wie sie den Mondberg betreten haben. Was treibt die wohl an? Ja, das klingt sehr nach dem Rocket. Die man ja auch eigentlich erst im Mondberg das erste Mal trifft, aber wir haben sie schon in Mamoria City im Museum getroffen. Noch ein Superschutz. Gut. Kurze Heilung. Und wir könnten hier ein Carpador kaufen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil momentan ist das Geld noch ein bisschen knapp. So, auf welchem Level wird Misty sein? Level 23. Okay, wir dürfen nicht viel höher sein. Ich will ja nicht überlevelt sein. Ich will immer auf dem Level der Arena-Leiter sein. Ab in den Mondberg. Da ist eine Trainerin. Ah ja, und wilde Pokémon sehen im Mondberg so aus. Ja. Es ist ein Zubat. Ey, ehrlich gesagt, Zubat hätte ich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich auch einsetzen werde, weil wir sehr viele Pokémon fangen.
Und bisher haben wir nicht sehr viele Verluste. Wir auch über jeden Verlust momentan traurig, weil wir sehr coole Pokémon haben. Aber Zubat als erstes Pokémon hier im Mondberg finde ich in Ordnung. Erstmal in die Box. Hast du diese Staubwolken gesehen, die sich hier so schnell bewegen? Das sind bestimmt wilde Pokémon. Deswegen solltest du ihnen ausweichen, wenn du nicht mit ihnen kämpfen möchtest. Mhm. So, hier ist nochmal ein Mineralwasser. Apfelwasser heißt es auf Deutsch. Und noch ein Item hinter einem Felsen. Ein Beleber. Ja, von dem habe ich nicht so viel. Und eine Trainerin. Mit einem Pipi? Ja, mit einem Pipi. Typisch Mondberg. Finde ich gut. Okay, Zugabe. Dann machen wir halt nochmal Kaltinathion. Und es kommt Feenbrise. Das ist aber sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon. Und Pipi ist besiegt. Nice. So, Level Up auch für Shillock. Kleinstein. Grundsätzlich hätte ich das ganz gerne. Aber wenn, dann in der Alola-Form. Deswegen fange ich das hier mal nicht. Ich denke euch, dass wir hier Alola-Kleinstein finden werden. Aber mal gucken. Ich nehme jetzt auch nicht so viel, weil ich schon Angst habe, dass ich überlevelt sein werde, bis wir bei Misty sind. So, ich habe mir meinen Schrecken eingejagt. Der hat ein Magnetilo, auch ein sehr cooles Pokémon, hat aber eine Feuerschwäche und damit sollte das erledigt sein. Das hat natürlich Robustheit, natürlich. Und, oh, okay. Tapladin. Okay, das ist gefährlich. Besiegt. Aber mir gefällt der Schaden überhaupt nicht. Wie viele Tränke habe ich? Hier. Ja, so schon wieder in Ordnung. Soll aber vielleicht auch nicht Nala hier trainieren. Scheint mir nicht die beste Lösung zu sein. Jetzt ist Zeit für... Oh, schaut mal, wie schön Shillock aussieht hier. Sehr, sehr schön. Da geht's runter. Guck mal hier. Ey, hallo. Hallo. Ah, Kleinstein. Das ist Robustheit? Nein, nicht. Ich bin Don Podirio. Ich kann einzelne Pokémon mit einem Pokémon tauschen, das einen ähnlichen Wert hat. Okay. Ich kann ihm jetzt einfach ein Pokémon von mir geben. Ich mag die alle zu sehr. Man kann das, wenn man das nicht macht, dann hat man Pech gehabt, oder wie? Jetzt geht es nämlich nicht mehr. Okay, das muss ich drauf achten. Weil das würde ich schon ganz gerne mal ausprobieren. So, hier ist Nitro-Ladung. Okay, Moment mal. Wie sieht es denn aus bei Nala? Ah, ne, der Spezialangriff ist schon viel höher. Dann lohnt sich Nitro-Ladung nicht. Nämlich eine physische Attacke, die aber die Initiative erhöht, was eigentlich ganz nice wäre. Gegengift. Gibt so viele, aber ich habe noch keinen Paraheiler gefunden. Ein Item? Nee. Aber ein Teenager. Um nach Azuria City zu kommen, musst du hier lang. Oder musst du an mir vorbei wahrscheinlich. Okay. Hat es. Das hat zwar Ohrabsorber, aber na super. Und senken meine... Ja, komm, dann wechseln wir. Hab meine Geschwindigkeit gesenkt, dann macht's keinen Sinn. Perfekt. Und noch ein Flurmel. Das ist auch nicht so die Herausforderung. Volltreffer mal wieder. Sehr nice. Level 17 für Amy, auch nice. Und hier haben wir ein Onix. Auch das will ich aber eigentlich nicht haben.
bin gar kein Fan von Onyx. Ist erstens sehr schwer zu fangen. Ich würde hier sehr viele Bälle verschwenden wahrscheinlich. Und zweitens, Onyx, Stalos sind beides nicht so Pokémon für mich. Riesling, auch eher nicht so meins. Oh, Level 17, ich muss doch vielleicht ein bisschen trainieren. Oh, Mondstein, damit könnten wir jetzt schon Nidorina entwickeln. Aber dann Entwicklung kriegen ja meistens keine Attacken mehr gelernt. Deswegen nicht so groß mein Interesse, jetzt Nidorina schon zu entwickeln. Mit der Robustheit, ja. Kopfnuss, Biss und Kiesling ist besiegt. Level 18 für Shillock und Funpi. Auch Funpi ist besiegt. Nice. Und Level 18 für Golpi und für Nidorina. So. Geht raus. Das ist neu. Warte, Delo. Oh nein. Hast du schon gehört? Team Rocket ist hierher gekommen. Das ist eine kriminelle Bande. Ich glaube, Professor Eich nicht damit gerechnet, dass es so gefährlich wird, wenn er uns auf diese Reise schickt. Was sollen wir nur machen? Ich bin kurz davor, wieder nach Hause zurückzukehren. Meine Pokémon. Ich glaube, sie haben mich schon so weit gebracht mit ihrer Zutraulichkeit. Das Handtuch zu werfen wäre irgendwie, ja. Du könntest du mit mir tauschen? Necessitos, jetzt lese ich das vor, warum lese ich das vor? Ich muss wissen, ob ich bereit bin, hier weiterzumachen. Jetzt kämpfen wir wirklich gegen sie. Aber sie hat uns geheilt vorher. Aber dann ist in Ordnung. Hier fällt es gerade nicht so toll. Aber macht aber auch kaum Schaden. Das ist in Ordnung. Aber dass sie hier einfach so auftaucht, ist ein bisschen gruselig. Wären wir jetzt, also hätte sie uns nicht geheilt, dann hätten wir hier sterben können. Ucha Filada, das sollte Rasierblatt sein. Ja, trifft nicht so genau, aber ist dafür stärker und hat eine hohe Vollkörperquote. Gut, gut. Habe ich gar nicht so wirklich was gegen. Ja, das war auf jeden Fall besonders falsch, in eine Psycho-Attacke zu wechseln. Ich bin mal gespannt, welche Pokémon noch ihren Typ geändert bekommen haben. Wir wissen bisher nur von Eneko. Das ist jetzt normal Fee. Vielleicht wird ja Noctu zum Beispiel Flugpsycho sein, aber glaube ich eigentlich nicht, weil Zapdos ist ja auch Flugpsycho, ist irgendwie ein bisschen blöd dann. Dieses Protexo macht Angst. So, Flinkklaue wirkt. Metallklaue kann's, okay. Boah, die Flinkklaue wirkt schon wieder, nice. Oh, schon wieder wegen Großbrand. War seine Attacke so stark? Ja, Golpi, ich wollte dich gerne trainieren, aber soll wohl nicht sein. Mir ist sehr leid. Ach man. Theoretisch könnten wir Golpi wiederbeleben. Aber ja, das machen wir natürlich nicht. Das hebe ich mir eher auf. Ja, ich sehe schon. Wo ich verloren habe, sind meine Pokémon doch wirklich bis ans Maximum gegangen. Ich muss weitermachen, allein aus Respekt für sie. Ich werde versuchen, dass diese Team Rocket-Leute mich nicht kriegen. Ich muss mich darauf konzentrieren, den Pokédex zu füllen. Okay, ja. Sie spawnt einfach. Bitte stören Sie nicht die Kipi. Okay, hier kann man sich heilen, das ist nice. Hilft zwar nicht mehr unserem Golpi. Mach mich echt traurig mit Golpi, ne? Das ist ja nicht so schön. Habe ich auch nicht mit gerechnet, weil wir hatten ja noch mehr als die Hälfte der KP. Da dann noch drauf gehen, hat mich jetzt echt überrascht. Was hier um den Mond herum. Sehr cool.
nichts. Ein sehr starkes Feen-Pokémon. Ey. Wir haben jetzt gerade schon Golbi verloren, ne? Aber ich will das eigentlich mal wissen, was das genau heißt. Oh je, jetzt verliere ich wahrscheinlich gleich noch mehr Pokémon. Okay, ein Pixie Level 18. Aber es ist ein Doppelkampf. So. So dann, also es ist nicht ein Doppelkampf, nur wir sind zu zweit gegen das Ding. Aber es kann hier dieser Attacke mit der Mann kleiner wird und dadurch seine, seinen Ausweichwert erhöht. Hilft mir aber gerade nicht. Das ist nice. Vergiftung? Nein, schade. Okay, Doble Bofeton ist Duplexieb anscheinend. Hilft nicht. Trifft. Aber was? Wieso habe ich das nicht gefangen? Bin ich blöd? Ja, das war nicht so schlau. Ich habe ja Espiritu. AP Plus. Diese Chapa Espiritu. Ah ne, es ist so eins von den Dingern. Okay. Alles gleich. Das wäre nämlich vielleicht die, die Feenplatte. Für. Da geht's weiter. Die Feenplatte für Arceus. Aber scheint nicht so zu sein. Muss ich aber doch irgendwie mal eben gucken. Hier ist auch was. Na gut. Wir laufen mal weiter. Ah ja, Team Rocket. Wie geschwächt sind wir? Ich gar nicht. Mit drei Pokémon und geht los mit Dandan. Das ist natürlich das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Die Anschauer nur. Ja. Rasierblatt reicht? Reicht nicht. Oh mein Gott, das war eine Zieh, das war Zornklinge. Oh, das war eine Käferattacke, die Käfer effektiv ist. Ist eine sehr schwache Käferattacke, ja. Aber oh mein Gott, das hätte auch schief gehen können. So, Carnivana, es hat eine sehr schlechte Verteidigung. Und dieses Pokémon. Die Bunkel. Da habe ich nichts gegen. Ich hoffe. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau zu wechseln. Das hat die Fähigkeit, mit der es aus Wasserattacken Heilung macht. Ja, kann ich hier nicht mehr machen. Da kann ich auch wirklich nichts Effektives gegen machen. Ich habe keine Psychoattacken, ich habe keine Flugattacken, ich habe keine Bodenattacken. Und ja, das ist auch nicht wirklich stark. Aber der Kampf ist geschafft. Damit bin ich zufrieden. Caesar wurde besiegt und ich gehe heilen. So. Was haben wir hier? Leckneuel. Ah, wäre schon ein cooles Pokémon. Ich glaube, das fange ich. Das fange ich mit einem Superball. Nein? Okay. Ich bin schon auch noch keine Psychoattacke, also ich bin hier nicht unvorsichtig. Nein, nein, nein. Okay. Leckneul wurde gefangen. Sehr cool. Psychoflug-Pokémon wird zu Flatiamo. Und hier haben wir das nächste Team Rocket-Rüpel. Mitglied. Oh, das ist gefährlich. Okay, Biss ist nicht sehr effektiv. War zwar ein Volltreffer,
Also erstmal den Angriff gesenkt, das ist sehr gut. Okay, das war Hyperzahn, das bringt mich nur auf die Hälfte meiner KP, ist auch nicht so schlimm. Alles klar. Oh Mann. Das war anscheinend doch nicht Hyperzahn, sondern was anderes. Doch, das ist Hyperzahn. Superzahn bringt mich auf die Hälfte. Hyperzahn ist eine super starke Attacke. Ja, es ist jetzt sehr schade um Snubbull. Ah, es ist sehr schade um alle Pokémon. Leute, ich gehe nochmal ins Pokémon Center von Moria City, denn so geht's nicht. Wir brauchen neue Pokémon. Unsere beiden neuen Teammitglieder sind Trasler und Elekid. Allerdings sind die nicht trainiert. Wir hätten hier Dings kriegen können, Rotomog. Das wäre natürlich ein super Pokémon gewesen. Egal. Wir haben ja Funky parat. Irgendwann. Jetzt gerade noch nicht, aber irgendwann. Aber ja. Rotomog und dann Staloboar sind sehr, sehr starke Pokémon. Deswegen, das wäre schon ganz nice gewesen. Aber Trasler und Elekid sind auch ganz gut. Nur müssen die erstmal trainiert werden. Das ist natürlich so ein kleines Problem. Schauen wir mal. Sandan, ja, ist in Ordnung. Nicht mein Lieblings-Pokémon. Die Alola-Form finde ich ganz cool. So, Level Up für Trasler und Elekid. Oh, die noch keine Namen haben. Mann, was mache ich denn hier? So. Du heißt Link? Und du heißt Eti wie Yeti, aber mit Elektro. Das ist doch voll kreativ. So. Ah, hier mal kämpfen. Hallo. Hey. Ja, Fleck neu. Ich hätte Biss machen können, das wäre besser gewesen. So, möchte Sternschauer lernen. Darf es erstmal. Hier im Wasser wäre was, aber da kommen wir noch nicht hin. Und ich habe ein bisschen jetzt noch mehr Pokémon zu verlieren, deswegen heile ich mal eben. So, nächster Rocket Rüpel. Basti mit einem. Okay. Das ist nochmal auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein Boden-Pokémon. Man sieht ja auch die Typen immer, ist ganz nice. Deswegen können wir es ganz einfach besiegen. Link Level ab und. Nidorino. Das war ein Volltreffer. Wir müssen so viel Angst vor dem Vieh haben. Aber auch nicht sehr viel Schaden. Okay, jetzt kein Energiefokus. Damit ändert sich alles. Oh mein Gott. Oh, das war gruselig. So, Turbodreher möchtest du lernen. Ich weiß halt nicht, ob hier in dem Spiel noch ja sowas wie Giftstacheln wichtig wird. Rocco hat Tarnsteine eingesetzt, meine ich, ne? Also vielleicht schon. Echt Angst. Und hier gibt's Marbula. Hier gibt's echt coole Pokémon. Auch schon eine Elektroattacke, obwohl es kein Elektro-Pokémon ist. Okay. Nee, da habe ich Angst vor. Ist mir egal. Auch wenn nur ein Pokémon geheilt werden muss, benutzt das Pokébial. Lass die Hände da, wo sie sind. Diese Fossilien gehören mir. Ich habe sie gefunden. Nee. Wir kämpfen jetzt um das Fossil. Gegen diesen hier mit einem ja, Schluckhook. Das ist schon mal nicht so toll. Amnesie, das ist auch nicht so toll. Aber mache ich halt Kopfnuss. Das hat meine Geschwindigkeit erniedrigt. Hast du eine Beere vielleicht, die ich verbrennen kann? Nee, okay. Nee, das ist mir zu riskant. Und es kann sogar Gena. Oh mein Gott, nervt mich dieses Schluckhook.
Es ist jetzt besiegt. Aber gut war das alles nicht. Und wir schlafen. Gut. Das ist in Ordnung. Blackmon kann mit Wasserattacken nicht viel ausrichten, mit Psychoattacken gar nichts. Na, ja, Tackle geht, aber das hilft ihm auch nicht. Er ruft zurück und holt Lampchen, aber auch eine Pflanzenschwäche, deswegen sollten wir gewonnen haben. Okay, heftiger Kampf. Aber wir haben niemanden verloren. Und Miguel ist besiegt. Nice. Ja, ich will auf jeden Fall das Domfossil. Keine Lust auf Ammonitas. Und damit teilen wir uns die Fossilien. Andan. Turbodreher ist in Ordnung. Und Level 20 für Blanas und für Nala, die auch Sternschauer lernen möchte. Und Sternschauer ist zwar ein bisschen schwächer als Kopfnuss, aber ist speziell und damit sollte es nochmal stärker sein insgesamt. Was ist hier oben? Nichts? Okay. Ungewöhnlich. Oh mein Gott. So, das können wir komplett heilen. Nee. Ich muss nochmal heilen gehen. Ich kann hier nicht kämpfen mit einem schlafenden Pokémon. Das geht nicht. Ich habe keinen Aufwecker. Wir sehen uns gleich bei diesem Typen wieder, der anscheinend ein Rocket-Vorstand ist. Ich habe schon Angst vor ihm, aber was soll's. Da, Kommandant Atlas. Das ist die Person, von der wir gesprochen haben. Die hat uns schon sehr viele Probleme bereitet. Dich also tatsächlich von diesem Jungen da zerstören lassen? Ihr Haufen Nichtsnutzer. Ich bin Atlas, einer der Vorstände von Team Rocket. Ich bin sogar die berüchtigte rechte Hand des Bosses. Okay, er will uns also jetzt aufhalten. Na gut. Drei Pokémon. Was geht los mit Impidimp? Ja, Impidimp. B-Unlicht. Den Ficken was machen. Okay, hat sich vergiftet. Nice. Und ist. Jemand möchte. Donnerwelle lernen? Nee. Das ist. Schockwelle. Und das ist stärker als Donnerschock. Deswegen nehmen wir das gerne. Ich könnte auch jetzt Doppelkick einsetzen gegen Hundusta, klar. Aber ich habe echt Angst, dass wir drauf gehen. Heute schon so viele Pokémon verloren. Muss echt nicht so weitergehen. Ich denke an meinen Spezialangriff. Damit reizt bei weitem nicht mehr. Die Attacke wird, glaube ich, bei jedem mal stärker, ne? So war das. Ja, vielleicht bei jedem Mal. Aber es ist trotzdem keine nette Attacke. So, und die Lorena möchte Furienschlag lernen. Das ist. Ja, wenn man dreimal trifft, ist es besser als. Gerade wenn man nur zweimal trifft, ist es nicht besser. Aber zweimal trifft man auf jeden Fall. Ach, Scheiße. Ne, hier stirbt nochmal jemand. Ja. Tut mir leid, Nala, es ging nicht anders. Ich musste Nala opfern. Es tut mir sehr, sehr weh, aber es ging wirklich nicht anders.
fürchte, ich muss auch noch Schlock opfern, aber Schlock können wir dann wieder beleben. Was mache ich denn, wenn der Giftzahn einsetzt? Das ist doch dumm von mir gewesen. Okay, Konfusstrahl, sehr, sehr fies, muss ich sagen. Aber wir treffen. Auch nur dreimal. Giftzahn nochmal. Oh, Volltreffer! Okay, Nala ist zwar gestorben. Nur nun. Jetzt verstehe ich, warum du in der Lage warst, meine Untergebenen zu besiegen. Wie dem auch sei, wir haben, was wir wollten. Eine gute Zahl von Fossilien. Wir müssen das hier nicht wiederholen. Okay. Ja, also Nala ist gestorben, aber wir haben ja diese Zauber- oder Wunderasche. Damit werde ich Nala wieder beleben. Denn Nala ist mir eigentlich echt zu wichtig, als dass ich sie hier sterben lassen kann. Und damit haben wir den Mondberg geschafft. Und ich würde sagen, das reicht für heute. Es war einfach unglaublich viel. Wir haben zwei Pokémon von eigentlich sogar drei. Snubbull. Das tut mir so leid, ich hätte so gerne Snubbull trainiert. Kaktibalk hätte ich auch so gerne trainiert, aber... ging nicht anders, sind gestorben. Beides Mal hat mich sehr überrascht. Aber Eti und Link werden unsere beiden nächsten Teammitglieder sein. Die werden sich bewähren, ganz bestimmt. Die werden nicht sterben. Bestimmt nicht. Muss sie natürlich erstmal trainieren. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt sind wir erstmal hier vor dem Mondberg, vor Azuria City. Und da geht es das nächste Mal weiter. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Nur das Beste.